Passt noch besser als der erste. Yes. Bitte. Tag allerseits. Ihr seht Teil 2 des Freunde fürs Leben Bar Talks mit Felix Lobrecht und das ist das Assoziationsspiel. Bist du nervös? Mega. Ja, denke ich mir. Kennst du Spandau, das Spiel? Das ist so ein Dissoziationsspiel. Nee. Das spielt man so eine Runde, dann sagt man mal ein Wort und dann muss der Nächste ein anderes Wort sagen, was nichts mit dem Wort davor zu tun hat. Man fängt immer an mit Spandau. Verstehst du? Ja. Ja, also. Wieso ausgerechnet Spandau? Das ist geil. Genau. Was war deine Antwort auf Spandau? Das ist nicht was. Fahrrad. Will ich einfach sagen. Aber das Problem ist, es gibt einen Hack für das Spiel. Nämlich, wenn man immer auf den achtet, der nicht vor einem dran ist, sondern der vor einem dran ist. Ja. Wenn man sich an diesem, man kann quasi immer was sagen, was daraufhin assoziiert. Weil dann ist das und dann. Dann haut das automatisch hin. Ja. Ah. Okay, kannst du jetzt hier leider null anwenden, bei dem, was wir machen. Erster Begriff ist Humor. Jokes. Soll ich noch was dazu sagen? Nee. Nee, Jokes. Jokes. Political Correctness. Gaga. Berlin. Heimat. Sport. Wichtig. Bühne. Freiheit. Vergangenheit. Gegenwart. Fällt mir irgendwie gerade spontan ein, weiß ich warum. Angst. Vorhanden. Arbeit. Fluch und Segen. Reichweite. Fluch und Segen. Grenzen. Sollte man nicht zu ernst nehmen. Verantwortung. Nervig. Zu Hause. Berlin wieder. Einfluss. Fluch und Segen. Selbstbewusstsein. Haben die wenigsten. Familie. Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Sachen, die es gibt. So. Und letzter, Freunde fürs Leben. Haben auch die wenigsten leider. Ich glaube, ganz viele Leute kommen und gehen in so einem Leben. Aber ich glaube, man muss sich um die Leute, die man hat, wirklich gut kümmern. Muss man sich auch selber mal wieder sagen. Yes. Du warst schon. Siehst du. Siehst du? Zackig. Zackig.